Servus, wir sind's. Ja, heute haben wir fast noch Speck immer, hey, sag's ja. Euch. Was jetzt erst da mal sind wir. Die Farbe, wir sind da, mir ja. Alles gut. Ich meine, du da meine die Farben noch nebenbei rein. Boah, die schmeckt so kreislich. Da bist du am Eifel. Das sehen wir, das gemacht hat. Ah ja. Ja. Monika, hi. Hi, Monika. Ja, ganz zu Hause sind wir auch noch. Ja, ich hoffe, ihr seid die startklar. Wir haben jetzt so einmal ein paar Sachen vorbereitet für euch. Mhm. Weil jetzt geht ja die ruhigere Zeit eigentlich an, aber Geburtstag heute und Hochzeiten und sowas finden ja immer statt. Und deshalb haben wir jetzt überlegt, wir machen mal so ein bisschen Geldgeschenke. Ja. Genau. Und dazu brauchen wir natürlich unseren schönen neuen Bogen. Ja. Ja. Und dann geht's los. Ja, hätte ich ja gesagt. Und starten ja, wir mal rein. Starten mal durch. Ich schaue mal, wo ich mir Grüne gebracht habe. Also, folgendermaßen. So, Brille habe ich auch. Die Christine zeigt euch einmal, was wir alles vorbereitet haben. Ja, das sind einmal ein paar Frösche mit Geldgeschenk, ein paar Kröten für euch zum Beispiel. Hallo, ihr Süßen, erst einmal alle. Hi, Ingrid, hi, Simone. Mit Vögerli haben wir natürlich auch was gemacht. Und da hinten ist auch noch mal die Katzen und alles. Wir müssen mal unser Fest beleuchten. Wir haben nämlich jetzt geratscht, wie blöd. Ja, wir haben jetzt geratscht, jetzt sind wir beinahe verratscht. Ja, oder für einen Altersruhesitz haben wir natürlich auch mal Fröschle vorbereitet. Und Hasis, einen Bogen. Weil wir machen ja heute einen neuen Bogen. Ja, der schaut so blanko aus. Ich zeige euch mal. Ich habe mir jetzt einen Kamm ganz einfarbig grün gemacht. So, ach, da hat's so. Schon mal vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet, ja, Mädels. Und dann machen wir jetzt damit die Schattierungen. Also ich habe auch noch einen anderen gemacht, schau, mit Strasssteinen. Dass wir jetzt genug haben für die nächste Zeit. Für unsere Sachen, wo wir da alles drauf bauen. Wir müssen natürlich immer schauen, dass da die eine Seite ein bisschen dunkler wird. Ich mache aber jetzt trotzdem so, dass ich jetzt da noch mal ein bisschen am Verlauf rein mache. Ja? Aber so, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen ausbubbeln muss, mache ich es immer zuerst einmal grün, dann vergisse ich auch nichts. Und dann schauen nämlich die Blätter richtig erhaben aus. Ich hoffe, ihr findet es gut. Ja, sie ist schön, haben sie geschrieben. Geschenkideen kann man auch immer brauchen. Ja, wir zeigen das dann nochmal mit dem Geld ganz genau. Wie das dann so läuft und hinten dran ist und genau, so. Genau, wie das so funktioniert. Und dann schauen wir. Also ihr seht schon, das ist jetzt nichts Spannendes. Ihr müsst halt wirklich immer schauen, dass ihr da ein bisschen einen dunklen Rand kriegt. Und dann mache ich immer wieder einfach nur in das Grün rein, dass ich einen Verlauf kriege von dem Ganzen. Und dann können wir nachher noch ein paar hellere Akzente setzen. Und so läuft es ab. Da müsst ihr jetzt einmal eine Zeit lang zuschauen. Bleibt nichts anderes übrig. Ja, Mädels, für alle, die wo keine E-Mail-News abonniert haben, ab 1. April bleibt es leider nicht aus bei uns, dass wir auch leider die Preise erhöhen müssen. Nachdem, dass wir jetzt 15 Jahre stabil waren und nicht alle 4 Wochen neue Preislisten geschickt haben. Aber ihr müsst natürlich rechnen, dass jetzt die Kataloge alle damit getötet sind. Grund ist der, dass das Holz momentan doppelt so teuer ist im Einkauf, wie was vorher war. Und wir natürlich jetzt auch noch das nächste Problem haben, weil das Holz kommt nicht mehr aus Russland und wir kriegen gar keins. Ja? Also ganz böses Faul. Und deshalb müssen wir jetzt einfach die Preise erhöhen, weil wenn wir jetzt wieder Holz bestellen müssen, dann kostet es einfach mal doppelt oder dreifach so viel ins Blühlauf. Die Nicole schreibt, Hauptsache uns geht es trotzdem weiterhin. Du, mir gehen wir nicht auf. Ich meine, wir haben jetzt auch noch etliches Holz auf Lager. Zum wir Glück. Haben ja noch ein bisschen was, wenn dann müssen wir aus dem dann was machen. Ja, genau. Was wir schon ausgelesen haben. Das haben wir auch gesagt, wir machen einfach aus dem dann was, was wir alles noch haben. Weil das Problem ist natürlich, dass der Filz teurer geworden ist, die Kugeln viel mehr kosten, für die ganzen Päckchen zum Beispiel. Die sind irre aufgegangen mit ihrem Preis, also gleich um 30%. Deshalb habe ich gesagt, okay, das kann ich natürlich jetzt nicht eins zu eins an euch weitergeben,
sondern aber 10% müsst ihr mit, da müsst ihr uns mit unterstützen. Das, glaube ich, ist drin. Da wir eh so günstig sind. Ja? Genau so ist es. Das sind nicht billig. Also Annalisa, günstig. Erstens mal hat die Mama dich, glaube ich, schon wieder angenommen in der Gruppe aus Versehen, weil sie aus Versehen gelöscht hat. In der Petras Bastel-News-Gruppe hat sie gerade geschrieben. Ja, ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, die hat dich schon wieder angenommen, so wie ich das gesehen habe heute. Also ich habe halt nichts gesehen, dass jemand draußen... Alles klar, schon nett. Ich war vorher auch beim Tierarzt. Ich muss mal schnell weg, der Tierarzt kommt. Naja, so läuft es heute. Halt. Ja, auf jeden Fall haben wir deinen Hasen gesehen. Ja, ganz süß ist er. Simone hat auch geschrieben, das ist überall so. Es war auch nicht böse, weil ich geschrieben habe, du sollst ihn noch einen Augenpunkt verpassen. Logisch. Probier es mal einfach beim nächsten aus, wirst sehen. Dann schaut der gleich noch viel lieber. Sie hat ihn doch verbessert, hat sie geschrieben. Ja, sie hat einen anders, die hat jetzt Schuhe hingemalt und so, das ist total süß. Ja. Ich habe nur ihr dann geschrieben, vielleicht machst du nur Augenpunkte rein, dass du zwei weiße Punkte nur ins Auge reinsetzt. Die Heidi Weber geschrieben, wir bleiben trotzdem Dreieck. Ja, seid halt die Besten. Ach Gott sei Dank. Seid halt die Besten. Wir haben schon geschwitzt. Aber jetzt noch was ganz was anderes. Ostermontag fällt aus. Ja. Ja? Da wir dann haben. Auch die Woche nach Ostern... Wir machen mal richtig Urlaub. Die Woche nach Ostern ist ja keine Auslieferung. Ja, also das sind ja nur 4 Tage oder genau. Was. Ja, da ist einmal 4 Tage keine Auslieferung. Dass die Mädels alle Urlaub haben. Und dann mache ich und Christine auch ein Montag Urlaub. Ja? Das sei uns mal gegönnt, oder? Ja, das schon. Ding ist schon, das... Das ist mal drin, glaube ich. Der Ostermontag ist eh nicht so ein Spitzentag. Da hat man meistens Besuch und ist eh viel los. Die Nicole, ihr traut euch was. Ja, wir müssen... Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, wisst ihr überhaupt, soll ich euch was verraten? Weil ich will jetzt unbedingt nächste Woche zu Annett fahren. Nach Wien. Die Mama fährt nach Wien. Aber ich hoffe, ich komme überhaupt da an. Jetzt haben wir schon eingeplant, dass wir einfach 2 Tage eher fahren. Ich fahre mich gleich mit dem Wohnmobil, dass die Mutter sich reinlegen kann, wenn es nicht mehr geht. Ja, weil ich brauche ja bis ein paar Tage lang, bis wir da überhaupt angekommen sind. Na, sechs, die Annalisa, du, die ist gleich auf Kreuzfahrt. Auf Kreuzschifffahrt, du, da legst mir mal schön. Da fällt dir nichts mehr ein. Nee, und dann schicke ich euch auf alle Fälle Foto. Ich besuche auch den Michael natürlich und die Eva. Wenn ich schon auf der Tour bin, weil ich muss ja immer anhalten zwischendurch, weil ich ja nicht so lange sitzen kann. Und da muss ich auch zu jemandem fahren, wo ich ja mein Sofa benutzen darf. Ich hoffe, der Michael ist da. Ja, der Michael ist da, der hat gerade was geschrieben. Der hat gerade geschrieben, das ist voll in Ordnung, dass wir einmal Urlaub machen und dass der Putin da alles voll die Auswirkungen, das ist... Ja, voll in der Karte. Aber eure Qualität und Kreativität ist unabkömmlich, hat er geschrieben. Ja, nee, wir kämpfen uns da durch, das bringt uns jetzt nicht um. Ich sage immer, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Das Corona hat uns nicht niedergemacht. Und jetzt die Trudi 700 schon, wo ist der Antrag? Was für Antrag? Ach, einen Antrag müssen wir bei dir stellen, dass wir fahren dürfen, oder was? Ach so, na, hallo. Urlaubsantrag. Ja, das stellen wir doch jetzt gerade. Hallo. Conny freut sich ganz, oh, wie schön. Ja, nee, ich freue mich riesig, dass ihr Michael freut uns mega, hat der Michael geschrieben. Ja, ich freue mich auch total, weil ich habe euch so arg vermisst. Und es sind halt einfach so, die haben mir auch nie vergessen. Trudi Simon will auch mit, hat sie geschrieben. Ich krank war so arg. Die Trudi geschrieben, sie will auch mit nach Wien. Ja, dann müssen wir das nächste Mal mit dem Bus fahren, dann machen wir einen Ausflug. Nein, ich will nämlich auch unbedingt sehen, der Anna, der Markt läuft nämlich auch super. Ja, verkaufen, wie blieben wir sie jede Woche nachstellen. Das passt. Schaut gut aus, oder Mädels? Schaut gut aus, ja. Ja, jetzt auch. Ich habe mir jetzt gedacht, du gehst einmal da raus. Die Lisbeth Maus freut sich auch, dich zu sehen. Ich zeige, ja, ich freue mich auch, Lisbeth. Pass mal auf, jetzt will ich euch mal was zeigen. Warum ist der Bogen jetzt so zweigeteilt? Das ist ja voll der Kack, oder? Also, der Michael hat einmal eine Frage, ob du Kaiserschmann haben möchtest, weil der dir einen Kaiserschmann machen, Fragezeichen hat er geschrieben. Ja, auf jeden Fall, Michael. Und sie haben schon eine Überraschung für dich. Seit Monaten... Freue ich mich auf den Kaiserschmarrn. Schaut schon gut aus, ja, sehr schön. Ja, jetzt ist aber. Sieht mega aus, hat die Michelle. Wenn jetzt da die eine kleine Maus da drin. Die Michelle hat nichts zu motzen, weil du hast lila Blumen gemacht. Pass auf.
weil da die eine kleine Megamaus drin hat, dann könnt ihr es ja auch so machen. Genau, könnt dann auch verkleinern. Dann ist er einen kleinen Bogen, ja? Also ihr könnt es praktisch für alles verwenden. Wir können das ging aber schnell, Jeanette. Und das wäre Blitz-Tierarzt, du. Zack. Und dann die Maus auf die Blume. Das geht auch. Aufs Herz. Also ihr könnt es dann kleiner oder größer machen. Also Dawkins. Toll. Toll, super, einfach toll. Also ich fahre jetzt mal rum. Also, genau. Da sind ja die Grünen. Warte, ich drehe um. Die haben die Universalständer dran, erst einmal da, so, ne? Genau. Das Grüne. Und dann haben die natürlich diesen Halter dran für die Geldgutscheine. Und der hat auch einen Universalständer einfach dran. Und dann können ihr das einfach aufkleben und sollte das Geld nachstecken. Solltest du mehr brauchen, kannst du natürlich auch die Schuhe auch noch hinmachen. Und das habe ich oben bei den Katzen auch gemacht. Hm. Ihr könnt natürlich jetzt auch hergehen und könnt da oben drauf zum Beispiel an Schriftzug kleben. Ein paar Piepen. Ja? Oder zum Geburtstag. Genau. Alles Gute zum Muttertag. Machen, irgendwas Nettes. Genau, oben haben wir jetzt zur Hochzeit gemacht, da habe ich die zwei Katzen drin. Die haben auch hinten einen Geldgutschein dort natürlich. Ein paar Mäuse für euch. Ja. Oder stellt die Hasis drunter, das könnt ihr auch ganz individuell machen. Hast du da extra Schilder genommen? Oder was für Größe braucht man da? Habe ich jetzt nicht ausgemessen, aber warte mal. Die Anhalt Michis Kaiserschmann ist der Wahnsinn. Und ich darf nicht mit! Das ist voll schlecht! Wir essen nur an. Du musst die Stellung dann halten. Ja, klar, da schickt es mir vor. Ich glaube, 25 sind die, aber die, ihr habt die Sachen, was ich jetzt gemacht habe, alles als Komplettset. Genau, es gibt die mit den Frösche und den Bogen. Mit den Katzen. Mit Katzen gibt es auch noch. Ja, Bettina muss jetzt auch. Vielleicht ist das in einem Ding dann. Das kann es sein. Ja, dass das in einem. Dass es angelegt hat jetzt. Weil ich habe nur ein Feld gesehen. Und ich habe jetzt gedacht, wir machen vielleicht zwei so süße Schneckerl da unten. Nein, was hältst du denn davon? Schaut mal. Hallo. Voll gut. Könnt ihr mal schauen? Oh, die Schneckis sind schon süß. Oder? Zwei so süße Schneckis könnte man auch noch brauchen. Ja, finde ich auch. Dann male ich jetzt die andere Schnecke noch an. Der Michael hat gleich mal geschrieben, ob Anna da kommt zum Kaiserschmarrn essen. Nee, die glaube ich. Also die Martina Schulz hat geschrieben, super schön. Wir sehen uns dann erst am Freitag mit die der Michelle Anna. Hat geschrieben, zum Verlieben. Ja, dann malen wir jetzt noch eine Schnecke dazu, oder? Und die Anneliese will auch unbedingt, dass du Schnecke machst. Und ihr könnt ja mal überlegen, was für Farbe die Schnecke kriegen soll dazu. Ich hätte gesagt, wir machen die jetzt zu dem Rosa, oder? Weil die passt auch gut dazu, oder? Die habe ich noch gefunden heute. Oder? So. Und welche Farbe jetzt das Schneckenhaus kriegen muss, das müssen wir jetzt noch wissen. Also Schneckenhausfarbe. Oh, Janet hat ein Problem mit dem Hund gehabt. Deswegen war der Tierarzt da. Ah. Schnecke ist süß, 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 süß. Lauter Schnecken. Mache jetzt den anderen Bogen nicht fertig, weil den brauchen wir nächste Woche noch, weil da habe ich noch eine Überraschung für euch. Weil ich habe ein kleines Brautpaar gemacht für euch für nächste Woche. Mhm. Und da brauchen wir dann den Bogen noch. Lila Schneckenhaus oder Weinrot passt ja, ne? Michelle und so. Lila passt jetzt nicht zu dem Rosa dazu, hallo. Sie hat ja auch noch ein Weinrot an oder so geschrieben, die Michelle. Ja, aber so trist, hallo, das ist doch ein Fräulein, ein Braut. Was, Simone? Ich sage jetzt mal nichts, warum? Türkis? Wahrscheinlich, oder? Nee, die Janette hat jetzt Türkis drunter geschrieben, blau, weiß, beige. Hat die Colin Gabriel geschrieben. Blau, weiß, beige. Und die Dinge, mein Weinrot ist sehr schön, die Martina. Aber zu den grauen Dingen ist ein Weinrot. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber und die andere Schnecken hat ja auch schon so ein bisschen. Vor die Woche habe ich also Schnecke gemalt, da mit einem Ding drauf, mit einem Troll. Voll süß, sage ich euch. Kommt jetzt dann im Sommer. Wenn ich einen Krieg heiße. Aber jetzt kämpfe ich erst noch mit meinem Zwerg. Wehrt sich noch etwas. Will noch nicht so, wie ich will. So. Hallo Katrin. Also haben wir jetzt noch. Ich habe eine neue geschrieben, die Schnecken sind niedlich. Ja, die sind voll süß, die sind die besten. Die sind so immer die süßesten. Du kannst jetzt sagen, was du wolltest. So. Machen wir mal ein bisschen Weinrot. Ja, sag dir schöne Grüße deiner Mama Nicole. Wieso ist es nicht da? Kann heute nicht.
Die ist mit der Oma unterwegs irgendwie, weil die Oma aus dem Krankenhaus gekommen ist und müssen kräftig mal einkaufen gehen da. Den Friseur besuchen sie noch und dann. Du bist smart, oder? Fällt dir ja nichts mehr ein. Wir haben voll die Action. Die Oma sozusagen und der Nicole, ja Mama. Also machen wir Rudi, oder was? Oder machen wir weißen mit roten Blüten? Eine weiße Schnecke, weißt du, mit Glitzer. Was ja, das passt halt vielleicht besser, weil wenn es ein Brautpaar werden soll, ist das eine Brautpaarschnecke. Nee, weiß ich nicht. Oder ist das eine normale Schnecke jetzt das einfach? Das kann auch eine Brautpaarschnecke werden. Da brauchen wir nur einen Zylinder aufsetzen. Ja, jetzt haben sie so fleißig geschrieben und jetzt sagst du wieder was von Weiß und Glitzer. Ja, ich kann auch Weinrot machen. Das ist, mir ist das eigentlich Bubel. Da machen wir heute halt jetzt eine Weinrote. Die Anneliese hat geschrieben, oh ja, weiße Schnecke mit Glitzer. Jetzt haben wir es schon wieder. Jetzt geht's schon wieder los. Klingt gut, hat ihm Feine Weber besser geschrieben. So, also. Also mach einfach, wie du denkst. Du fragst einfach am besten gar nicht mehr. Perlmutt doch, hat die Simone hat geschrieben, Perlmutt. Ja, Perlmutt. Aber Blanco Perlmutt kommt nicht die so. Die Anna toll. Hat gerade das Gefühl, das 100. Huhn nähen gerade. Ja, ja, die hat Hühner Ostern verkauft wie Blit. Der Renner. Welche Hühner denn? Na, die. Die? Zeig's ihnen mal. Die verkauft wie geschnitten Brot. Die hat gestern mit der Lisbeth den ganzen Tag genäht und dann haben sie ganze zwei Stück übrig lassen. Schau doch mal, wer da ist. Vom ganzen Tag. Dingi ist auch da, die schliefert da schon. Die Augen zu. Ja, hallo. Sag mal hallo, Dingi. So. Türkis mit Glitzer. Mit Blümchen. Ja, mach halt türkisene Blümchen drauf. Ja, das. Aber passt das dann zu unserem rosa Bogen? Ich mach's jetzt erst einmal weiß. Sehr gut, Anja Fury hat gebastelt und hat zwei Schnecken gemacht auf dem Türschild. Das stellt sie nachher mal in die Grube. Ja, das Schnecken finde ich dann immer süß, oder? Die Michelle geschrieben hat, aber die andere einen schwarzen Anzug braucht. Die Schnecke, der andere. Ach so. Dann müssen wir halt dann eine neue malen noch. Das können wir ja vielleicht für nächste Woche vorbereiten. Genau. Können wir Männlein oder zu machen. Das macht ja nichts. Der kann ja auch da dort sein. Wir wollen ja verschiedene Sachen machen, auch mal zum Geburtstag, ne? Ja, eben. Nicht immer nur zur Hochzeit. Für einen, der wohl Schnecken checken kann. Wir wollen ja auch Ideen einfach mal bringen, ne? Können an die Hasis zum Beispiel Geldscheinhalter hinmachen, ne? Oder einen Altersruhesitz, ne? Im Prinzip kann man es ja mit alle Tiere machen. Hm? Ich habe halt immer so 8er-Größe von den Tiere genommen ungefähr. Die passen immer ganz gut rein. Ja, so dass halt auch zwei passen. Jetzt muss ich erst hinten schnell, weiß man. Ja. Weißt du was, die Christine hat nämlich heute gesagt, Mama, bist du blöd? Du kannst da nicht nur den Bogen umholen, das ist ja in 3 Minuten fertig. Die ist gekommen, die hat mir mitgegeben. Einen fertigen Bogen, an Neutrollen und einer, wo grün ist. Mehr hat die mir nicht mitgegeben halt fürs Malen. Dann habe ich schon gedacht, die malt halt bloß den Bogen und die hat es auch noch vorgemalt gehabt mit hellgrün. Da habe ich mir gedacht, na, irgendwas passt da aber jetzt nicht. So, jetzt machen wir mal Glitzer. Tja, Anneliese, da muss man halt einen Hund anmalen. Wir haben auch Hunde im Programm. Genau. Dann kannst du die auch unter Bogen setzen zum Beispiel. Für Hundeliebhaber. Ist auch mal was. Ja, Michael, ich habe endlich mal die Dingi präsentiert. Jetzt nicht. Die war gerade schon noch bei mir beim Tierarzt, die Dingi. Weil ich habe das Gefühl, die nimmt ab. Aber die Tierärztin hat gesagt, die hat nichts. Die hat nichts, das hat sie also wieder nur Eibild. Ich habe ja gar nichts Eibild. Gestern war sie verschwunden, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee. Gestern war ich spazieren mit der Dingi ums Haus rum und die Dingi ist da vorne einfach stehen geblieben und ist in den Kindergarten reingelaufen und ist nicht mehr rausgegangen. Und dann bin ich heimgelaufen und dann war die Twixi nicht mehr da. Dann bin ich vorgelaufen, keine Dingi da. Dann bin ich wieder zurückgekommen, ganz deprimiert war ich. Da hat der Manu gesagt, wir schauen nochmal nach der Twixi. Der Manu ist mir vorgelaufen und wer kommt aus dem Container da unten raus, da in der Baustelle da drüben? Ja, Mai hat sie überlegt. Wollte aber nicht mitgehen, gell? Hat es da ein paar Mäusler gegeben oder sowas? Ja, ein paar Mäusler wieder die, ne? So, jetzt kriegt es erst einmal einen zarten
zarten Rose Glitzer-Touch. Wie gut. Na, hoffen wir mal, dass deinem Hund bald besser geht. Jeanette. Na, zart war jetzt nicht, aber. Es gibt Hunde, flache Hunde gibt's, Anneliese. Und es gibt, muss man im Online-Shop. Gib halt im Online-Shop mal Hunde-Ei. Ja. Da müssten die eigentlich alle kommen. Da gibt es so flache und dann gibt es ja auch Knochen gibt's dazu. Kantenhocker gibt's. Und ein Häusle gibt's sogar. Hundshäusle. Ja. Ne? Für Hundefreunde. Könnte man auch. Ja, Katzen heiraten da schon, da. Tipp, Michael. Drü, für Katzenfreaks. Nein, die Dinge will nicht heiraten, aber die will halt bei uns sein. Das gefällt ihr halt jetzt gerade. Solange sie brav ist, darf sie ja. Schauen wir mal. Wenn ich kriegst du mal Anschluss von der Mutter. Ja, und jetzt kannst du doch was kräftig Rotes kriegen, oder? Das machen wir erst die Augen. Das machst du ganz einfach, Anneliese. Egal was du suchst, gibst du einfach meinem Online-Shop ein. Vielleicht findest du es ja dann. Wenn nicht, kannst du uns immer noch fragen. Genau, die kleinen dicken Hunde mit Styroporei kannst auch, hat der Michael. Ja, die passen auch gut. Ja. Deswegen haben wir ja die Pieper mal gemacht. Deswegen haben wir mal die Pieper hingestellt von der Größe, dass man sieht. Ihr kennt ja so einen normalen Wichtel und macht es drum in den Garten zum Beispiel drüber. Das könnt ihr genauso machen. Ja, das geht auch gut. Also die passen so alles, was halt so. Oh, wie groß sind denn die? Zehn? Zehn. Alle Zehner Figuren. Alle Zehner Figuren passen da rein. Also alle 10 sind mit der hohen Figuren, die wo 10 hoch wären. Natürlich bei den dicken sind ja die 7er, glaube ich. Warte mal. Nein, da müsst die kleinen nehmen, die 4er. Sonnenblume haben wir auch im Programm, Jeanette. Sonnenblume? Ja, die braucht ein Geldgeschenk mit Sonnenblume, weil ihre Schwester so, oder? Warte mal, wer? Cousine. Steht auf Sonnenblume. Ja, du kannst da so kleine Sonnenblumen jetzt zum Beispiel auf den Bogen aufpappen, wenn du magst. Es gibt ja nur die Köpfe von den Sonnenblumen. Die kann man dann einfach da dazwischen hocken. Oder du machst dann einfach zwei mit Stängeln dann da unten noch her. Ja, genau, rechts und links. Und dann machst du halt irgendeine Figur rein. Musst halt irgendwas rein machen. Irgendeine Figur brauchst du. Ich brauche jetzt halt erst einmal eine Farbe. Super. Ja, ja, Jeanette, tu mal den noch warten mit deinem Unterwasserwelt möchtest du noch machen. Für den Pool, da macht ja jemand an Pool ein Schild machen. Ja, ja. Jetzt, da musst du mal abwarten. Nach Ostern geht es jetzt dann los, dann machen wir dann Sommer. Jeanette, das ist ja noch ein wenig hin, ne? Glaube ich. Wann ist denn der Geburtstag da mit dem, für deinen Pool, das ist, hat ja Zeit. Als zweites ein Schild mit Unterwasserwelten, das möchte ich jemanden an seinem Pool machen? Hä? Ja, der hat halt einen Pool und der da kriegt das Schüttel. Genau. Da finden wir auch was. Da wart's jetzt mal noch ein wenig ab. Ich hab's uns so jetzt dann nicht vor, dass wir mal ein bisschen so Badschilder und sowas auch machen und so überhaupt alles fürs Bad. So Maritimes, was zum Aufhängen. Ja. So eine Geschichten haben wir mal überlegt, können wir machen. Und da haben wir ja auch ganz viel im Programm. Können wir mal so eine Deko machen, zum Beispiel, wie die ausschauen kann. Haben wir ganz tolle gemacht. Da müssen wir schauen, mit der Augen. Ich habe so viel Farben aufgemacht. Siehst du gar nicht mehr. Können diese Augen lügen? Nein. Jetzt hat. Die Nicole muss ich mal ganz auf reinnehmen, aber ihr Arbeitgeber ist nicht so ganz einverstanden, dass man ihr Zeug alles auferden kann, endlich. Tja. Weil sie muss immer so zusammenreißen, wenn sie im Online-Shop gigert. Ja. Hat beides Zeit, hat die Jeanette geschrieben. Ja, genau, das dann machen passt. Wir das nach Ostern. Ich habe das schon in Planung, Jeanette. Nach Ostern greifen wir an. So, jetzt müssen wir ja mal Augenbrauen machen. Dann machen wir jetzt. Jetzt sind wir mal froh, dass wir nicht schon maritim gemacht haben letztes Jahr, ne? Dass wir uns so ein bisschen was aufgespart haben. Sonst hätten wir 2 Jahre Corona gar nicht überlebt. Nee, da haben mit Videos machen wir. Da haben wir gar keine Zeit gehabt, weil lauter Neuheiten produzieren. Aber maritim ist ein schönes Thema für Baddeko und sowas, da können wir uns schon was eifern lassen. Aber wir müssen jetzt dann erst noch den Muttertag machen, weil den braucht die Anna unbedingt. Weil die hat schon wieder Markt am Muttertag. So, süß schaut sie aus, oder? Jetzt kriegt sie da oben. Voll süß. Jetzt kriegt sie da oben noch rote Pullen.
So. Weil ich sag's euch, bei dir ist schon wieder warm, der Herr Renner schützt schon wieder wie ein Tier. So warm ist gar nicht. Ja, okay, ich habe nicht viel an. Die hockt, weißt du, die hockt fast halb nackt da und er sagt, so warm ist gar nicht. Ich habe einen fetten Pullover. Ach, weißt du, was auch ist? Ich habe das festgestellt. Ich war auch mal da drüben, guck, das ist da genau die Heizung. Und da ist bei dir genau da unten am Fuß das Ding und deswegen kochst du immer so, weil das ist da drüben nicht. Boah, ist okay. Und das ist so genau das, warum die Mutter immer so schwitzt und ich nicht. Das nächste Mal ziehst du dann nicht so dick an. Ja, ich wollte schon ein T-Shirt, aber ich muss ja dann wieder raus in die Kälte. Zucker ist süß, so die halbe Pizza geschrieben. Voll süß, oder? Und jetzt machen wir. Voll putzig. Und ihr habt aufgepasst, hey, voll lauter Lesen und alles. Da. Habt ihr überhaupt was gesehen oder hat die wieder in der Gegend rumgurgelt? Mhm. Jetzt überlege ich gerade, was ich jetzt da drauf mache, ob ich da nicht so Ornamente oder sowas drauf mache oder so. So geile Geschichten, sowas in der Richtung. Toll. Da hat mir nämlich auch gut gefallen, dass sie nicht immer so mit Blümchen sind. Ist das schick. Gut, oder? Die gefällt mir sehr gut. Die zieht bei mir ein, die bleibt da. Oh, schon wieder eine, wo bei ihr einzieht. Hey, der Manuel, der wäre bald durch dran. Wenn die alle solange die alle in der Küche sind, ist alles okay. Sag ich immer, die gehen wieder. Schon schick, oder? Voll. Voll Design. War zu wenig Farbe hat. Einzigartig hat er mich hingeschrieben. Speicher, die werden, am Wochenende wird es kalt. Die sagen ja Schnee an, ne? Nochmal. Ja, ich habe schon die fetten Sachen und die alles habe ich schon einpackt gehabt. Zuerst die ganzen Sommerklamotten zum Fortfahren und jetzt habe ich die Pullover wieder rausziehen und die dicken Jacken. Und weil ich und der Manu sind ja auch nicht da, ne? Weißt du das? Was du jetzt auch nicht? Wir sind nicht da, wir sind in Wellness. In Wellness schon wieder? Im Bayerischen Wald. Sauber. An der tschechischen Grenze. Ein einjähriges Wellness-Wochenende. Pah, unser einjähriges. Hey, schaut's mir. Geh mir du raus. Wer tust denn du überhaupt erinnern? Schon süß, oder? Ha? Und er machen wir jetzt noch einen weißen Zylinder, oder? Was meinst du? Das wäre voll cool, oder? Die wappen jetzt schon gleich mal einen Ständer hier, dass das schon mal hält. Richtig toll, richtig 3D. Es wird immer besser. Was wird besser? Na, dein Ding, dein Bogen und dein Zeug. Tja, ich gebe mir die größte Mühe. Danke, Conny. Ja, das ist schon länger her, das eine Jahr. Wir sind schon fast einen Monat. Ein Jahr und ein Monat zusammen jetzt, aber wir haben dir gesagt, wir machen das jetzt. Wir haben keine Zeit gehabt. Wir haben ja, die Woche waren wir ja am Samstag beim Attenfahrer. Dem Verrückten. Lustig. Sollen wir es jetzt erstmal schnell an den Ständer machen? Schau, Michelle, jetzt kriegt er seinen Zylinder. Der kriegt jetzt da erstmal seinen Ständer. Und du musst immer schauen, wenn du die hinstellst, dass das auch wirklich passt von der Höhe her. Das ist stehgescheit. Also gleich, wenn es klebt. Gleich, wenn es klebt, weil der sonst kippelt er vielleicht nach vorne oder sowas. Und dann lass ihn einfach meistens gleich so stehen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Bleibst du jetzt stehen? So, okay. Dann Anja Furri, wann hast du Geburtstag? Am Samstag? Hm? Wann hat die Geburtstag, die Anja Furri? Hast du am 2.? Das weiß ich nicht. Das hat gerade geschrieben, der hatte Geburtstag am Samstag. Ich glaube, am Wochenende hat es geschrieben. Das ist Geburtstag. Tja, jetzt haben es alle Geburtstag, du, die ganzen Witter, die ganzen Schuhe. Dann schreiben ja alle herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht hat es schon wollen. Gehabt. Na, die wegen Warte. Mir! Manu und ich Einjährige, schreiben sie mir alle herzlichen Glückwunsch. Die sind so, total putzig, sind die alle. Sind ja, voll knuffig. Am Samstag, am 2. hat die Anja Fury. Da hast du mit dem Manu, der hat mich auch am Samstag. Ja. Der hat auch Geburtstag. Und ich hab die Woche drauf. Sag euch, das wird teuer. Zwei hintereinander Geburtstag. Das sagt der Manu seine Mutter auch immer. Weil den das Manu seine Schwester nicht. Hat letzte Woche auch noch gehabt. Na super. Und den Manu sein Vater die Warte Woche davor. Und seine Mama jetzt dann im Mai. Das gibt's ja gar nicht. Alle sagt der alle. Das sagt er immer, das ist ein teuer. So, jetzt machen wir ja mal ein bisschen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Seid voll süß alle.
bisschen ein Glitzer. So. Und dann so einen leichten rosa Touch, dass er auch zu ihr passt. Schon, oder? Hä? Boah, schaut sich den gut so geil an. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Nee, der muss schon ein bisschen so schräg sitzen, so, oder? Ich weiß, dass die Alex am 20. Fetten hat. Was meinst du, so? Ich kann die Gabriel geschrieben, wenn die Alex hat am 20. Fetten, das weiß ich. Warum seid ihr auf Facebook befreundet? Mit der Alex bin ich vorhin auf Facebook befreundet. Aber die hat am, ich habe am 10. und die Alex hat am 20. Was machst du denn? Habt ihr das gesehen? Riesensauerei möchte ich da. Das macht nichts, das bleibt dann die Schätze dann fest. So, Mädels. Schauen wir mal, dass wir die noch stehen verpassen. Gut, schön heute habe ich jetzt leider vergessen, habe ich jetzt keine mitgenommen. Aber ich mache ja noch welche hin. Aber ich finde die Schnecken schon auch süß. Leck. Das bleibt jetzt bestimmt voll alles da. Wir müssen uns jetzt mal was einfallen. So ein richtiges Bayerisch-Männer-Geschenk brauchen wir jetzt mal noch. Das machen wir dann zum Vatertag oder sowas. Das kann natürlich sein, Anni Führi, dass du älter bist. Wie der Manu, das glaube ich jetzt schon, weil du hast ja schon Kinder und alles. So, jetzt müssen wir ganz kurz Test. Ja, und Schneggi? Voll. Jetzt ist die Alex wieder nicht da, wenn wir schon mal Schnecken machen, ne? Ja, aber ehrlich, du. Wissen wir denn? Ich weiß nicht, was man treibt. Ey, bleibst du jetzt stehen? Glaubst du es nicht? Sag's euch, die sind voll heimtückisch. Ja, gut, jetzt kommen wir sie ja dann festpappen. Süß, oder? Wir haben keine Fliege da, Nicole, die kriegt er bis nächste Woche. So eine kleine Fliege, genau. Ja, die wäre jetzt noch süß. Die kriegt er. Aber noch. Sie könnte aber auch Schleiferl haben. Ja, die braucht auch einen Schleier, finde ich. Einen Schleier machen wir ihr dann nächste Woche noch, oder? Was hat die Alex ist sogar da. Wow, was ist denn jetzt das? Was hast du denn wieder gemacht? Das ist ein Feld aufgegangen. Jetzt ist es wieder weg. Was die wieder zusammen macht, hä? Ja, die wieder sind sowieso die besten Menschen, da hast du recht, Alex. So, was machen wir jetzt noch? Die Monika hat mir eigentlich schon, ach Gott, sind die ordentlich. Schon süß, oder? Ja, ich zeige mal nochmal alle. Jetzt erst einmal, dann kannst du mal überlegen, was wir noch machen. Ob man noch was ja, macht. Ihr müsst einmal genau schauen, du musst einmal die Böden zeigen, wo ich gemalt habe. Ja, seht ihr das? Und auf den anderen habe ich so Herzchen gemalt. Auch süß. Könnte man jetzt da zum Beispiel auch gut machen. Man könnte da noch so weiße Steine machen, wo die draufstehen. Das ein paar weiße Steine. Die können wir noch, das kriegen wir noch. Oh, jetzt sind sie wieder umgeflogen, die zwei Steppen. Ja, so alt ist der Manu jetzt noch nicht. Hm. Tja, irgendwann ist sie mal an der Fury. Sie geht stark Steine. Auf die 50 zu. So. Ein Schleifchen an die Fühler hin, hat die Nicole geschrieben. So kleine Schleifchen gibt's gar nicht. Da müssen wir ja welche von der Wichtelplatte nehmen oder so. Ja, irgend sowas. Sehr goldig, hat die Trudi geschrieben. Also es sind ja auch meine Favoriten, die Schnecken, ne? Ich mag die auch gerne, die Schnecken. Mag ich auch gerne oben. Lieber auf alle Fälle wie Hunde oder sowas. Das kannst du nicht sagen, wenn die Annalisa total der Hundefan ist, oder? Ja, ja, die Anna ist ja auch so Hundefan. Ja, ja. Es sind viele so Hundefan, aber ich weiß nicht, weil ich Angst habe vor den Hunden. Ich Anja Fury, die macht nichts. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Genau. Und 50, hallo, wie erst. 50 ist ja das neue 30, weißt du das noch nicht? Ja, aber ehrlich, ey. Da darf ich mir jetzt noch keinen Kopf machen. Stell dir mal das vor, in 3 Jahren wäre ich 40. Oh Gott! Da bin ich voll keine Lini mehr. Doch, du bist immer Lini, egal, egal was ist. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd, oder? Am Pfarrer sollst du machen, Alex, ich mach noch am Pfarrer. Zu, jetzt wart's doch, nächste Woche kommt doch jetzt, das neue Mensch, Brautpaar. Ihr seid aber so neugierig, gell? Da kann man nächstes Mal eine neue Überraschung machen, gell? Na, nächste Woche kommt das Brautpaar, das sagt mir dann, nein, warum ich hier Schnecken aus ganzer Verzweiflung mache.
dass ich nicht alles auf einmal bringen muss hier. Na schau, die Monika Mayer wird 60. Ja, Monika Mayer, da können wir ja voll feiern, hey, wenn wir 100. Wir zwei zusammen. Ja. So. Also da hinten weiß ich nicht, brauchen wir da hinten auch noch Storne? Trudi, Suppen und Schnecken, Frösche und Schnecken, meine Favoriten. Ich weiß nicht, ich frage mal meinen Finanzminister nach, ob er mir Geld gibt, um noch mehr bei euch zu bestellen, hat die schon nicht geschrieben. Michael, sollst du noch was brauchen? Ich kann dir vielleicht auch was mitbringen, eine Kleinigkeit, wenn du brauchst. Die Nicole ist nächstes Jahr dran. Was geht, die Nicole wird nächstes Jahr schon 40. Tja. Das ist schon so ein junges Luder. Na, ehrlich, da. Leute, so Jungspunde hier. Ich Monika Mayer geschrieben, ja, das machen wir. Wir feiern 100 zusammen. Genau, das ist doch voll cool. Er ist jetzt 60 und ich werde 40. Haben wir die ersten 100 schon geknackt? Die Anja Fjörl, die so, mag die Schnecken auch total. Die sind aber auch knuffig. Oh mein Gott, habt ihr das wieder gesehen? Alles umgestellt, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also ach ja, ihr könnt auf die Bögen auch Glitzersteine drauf machen. Habt ihr das überhaupt gesehen? Das sieht man so schlecht. Warum man das hier? Seht ihr das? Die Mama hat da Glitzersteine dazwischen geklebt. Das Strassis. Das schaut man, das sieht man natürlich im Original besser, weil das sieht man es fast nicht. Aber das brauche ich für nächste Woche. Wollt ihr ja nur schon mal zeigen. Sie hat da schon mal was vorbereitet. Die Woche für nächste Woche. Hey, weißt du, dass der jetzt nicht stehen bleibt? Ja, da? Das kennt das Problem. So, jetzt du bist brav und du auch. Das ist. Oh Gott, der kippt voll den anderen rein. Ja, sie bleibt jetzt auf einmal an. Ja, ich weiß nicht, der Mannmann ist wie verhext. Sagst du ja. Ist der gerade noch gestanden? Da die, noch die muss man dann festkleben. Die sind einmal ein bisschen vorlastig. Na, weißt du wieso? Weil das da schief ist. Der hat seinen Fuß da, schaut euch das so. Da, der ist schuld. Gehst jetzt gleich mit heim, gell? So, und jetzt bleibt nämlich auch die Schnecke stehen. Tschüss, Simone, schöne Woche. So, jetzt hat. Geht die schon, oder was? Anscheinend. Dann Stress. Ja, Mädels, du zeigst jetzt einmal nochmal alles schön. Hey, hast du überhaupt meinen Frosch im Ding auch gezeigt? Der Schnecke trägt jetzt Bart. Der trägt jetzt Bart. Hat die Alex geschrieben. So, ein Vollbart. Ein Bayer schmeckt, steht auch Vollbart. Na super. Ist auch eine tolle Idee, sagt die Conny Gabriel. Was? So wie es jetzt ist mit den Schnecken. Die findet es süß. Und jetzt mit den Rosa und Ding, die findet es harmoniert jetzt total gut, oder? Mit den schönen Schmetterlingen, die ich gemalt habe. Ja, und ihr kennt natürlich jetzt da was? Oben zum Anja Geburtstag. Ich habe schon auf meine Frau. Lieblingskategorie gewartet. Ich habe mal vorbereitet. Schaut's mal. Du bist mein Lieblingsmensch, das finde ich jetzt auch so, cool. Die Simone hat gedacht, wir sind schon fertig. Das hat schon mal schau eine schöne Woche gewünscht. Schau mal, so ist auch ja, süß. Du bist mein Lieblingsmensch. Ach, ist es putzig, oder? Lieblingsmensch. Oder für die Mama zum Muttertag. Das ist schon goldig, ne? Also, ihr macht was draus. Mädels, aber alles ich sage euch was, ich sage was, hast du den alten besser wäre es, wenn es nächste Woche noch abwartet. Was? Den alten Ruhesitz? Ja, habe ich doch zwei, dreimal gezeigt. Die zeigt das gar nicht. Ich habe das gescheit gezeigt. Und meine schönen Pieper, wo ich alle, die hat es auch schon wieder umgeschmissen. Der Pieper, der ist voll süß, ein Papier. Dann mache ich jetzt aber ein neues Schild. Da kommt noch ein Schriftzug drauf, ein anderer. Vielleicht nächste Woche. Wenn ich ganz brav bin, kriege ich eins. Also ein paar gibt es noch als Set und manche nicht. Und schaut einfach mal rein, was ihr findet im Online-Shop. Wenn ihr irgendwas nicht findet oder was Ding, die Schnecken können wir ja morgen noch anliegen lassen. Genau. Vielleicht ist damit die Schnecken, das glaube ich, komme ich schon die gut. Schneckenchecker. So. Jetzt müssen wir erst umdrehen. Aber die kriegen wir erst hinsetzen und alles. Jetzt sehen wir mal decken. Hallo. Da sind wir. Ja, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Ja. Wir freuen uns immer auf Montag. Ist immer lustig mit euch. Ist ja voll gut. Ja. Nächste Woche geht alles um das neue Brautpaar. Ja, ihr werdet es mal schauen. So süß. Es wäre voll stylisch und deshalb brauchen wir natürlich auch die Bögen, die dann individuell einsetzbar sind. Also, bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, macht's gut. Ciao.